Hallo Freunde, Servus, herzlich willkommen zurück. Hallo Richman Rich. Hallo. Ich war gerade hier beschäftigt und habe die Scheibdrucker zurückgebracht. Ich habe gerade jetzt alles aus dem Stall raus. Vielleicht können wir da mal irgendwann mal Viecher rein machen oder nicht. Na, ich hab in der Zwischenzeit schon einen Traktor vorbereitet fürs Vollspritzen, weil es Feld Nummer 1 müsste man noch fertig spritzen. Alter. Du hast aber die Firma Kuhn gestohlen, oder? Warte, ich muss noch schnell hinten in die Mischverhältnis. Hast du das schon gesehen überhaupt? Schau her mal. Ja. Da musst du bei dem schwarzen Becher da füllst das Spritzmittel ein. Was ist denn jetzt drin? Jetzt bin ich gerade voll. Also ich habe jetzt da 3,5 Liter jetzt rein da. Okay. Und da kannst du es wieder einklappen, schau. Falls du es einmal zusammenrichten musst. Wo bist du denn gerade? Da schau, da kannst du es aufklappen und da kannst du es einklappen. So. Passt, the stage is yours. Ja, ich warte mal, aber... ich muss da noch ein Foto fürs Familienalbum machen. Das schaut extrem gut aus, bist deppert. Tust du nur der ganzen Zeit, dass du die geilen Geräte herkriegst, Alter? Ja. Ja. Gut, gute Connections ins Ausland. Sehr gute. Da hast du doch fast keine Form mit dem. Ja, das habe ich mal gedacht, dass das... Ich werde schon irgendwie hinkriegen. Ich will der Stadtbuhr. So. Gestartet hätten wir. Ich bring schnell die letzten Ballen noch zurück, gell? Ja. Ich mach lieber dir zu, nicht, dass man da einer spritzt. Was ist das Wortes? Was der Safety First? Das heißt, Heckscheiben auch zumachen, bitte. Ich wollte gerade schauen, ich finde mir gerade die Heckscheiben nicht. Meistens im Heck. Na, geh, wirklich. Du bist Wahnsinn, weil ich die nicht hätte, Alter. Du warst voll aufgeschmissen, ich weiß nicht. Aber voll. Ich finde aber gerade den Hügel nicht. Bin ich blöd? Ah, der ist, glaube ich, am Schlösser drauf. Nicht, dass ich den Sachert. Sicher nicht, tut mir leid. Hast du den angerissen, oder? Wenn haben das unsere Vorgänger gemacht? Da! Der ist nicht am Schlösser, der ist links. Der ist komisch. Der Schlüssel ist da hinten. Nein, das sitzt komisch. Egal. So, ja gut. Wo hast du gesagt? Feld 1, gell? Genau, ja. Feld 1? Das ist bei der Wiesen und Nummi gleich, hinten aus beim Hof. Komm ich da hin, kann ich hinten umfahren? Du kannst bei der Wiesen auch umfahren, das ist aber okay, egal. Das war meine wichtigste Frage. Wie werden denn Schwader da mitten gestört? Der, was ihn zum Schluss benutzt hat, glaube ich. Okay, gut, das war nicht ich. Ja, das ist halt mit den Leiharbeitern ist das halt immer so ein Thema. Naja, sollte man aber. Können wir die besser anweisen? So. Hat der Traktor GPS? Der hat GPS, ja. Okay. Meinst du, sollte das auch gleich ausprobieren? Solltest du machen, ja. Was haben wir denn für Arbeitsbreite? Wissen wir das auswendig? Nein, aber das GPS müsste das eigentlich automatisch erkennen. Weil das Kuhn. Die Kunstspritzen hat ein Isobus-Modul und das ist mit dem GPS kurz geschlossen. Bitte, was für ein Modul? Isobus? Isobus ist die eine Schnittstelle, mit der Geräte mit dem Traktor kommunizieren können. Das heißt zum Beispiel, du kannst die Ballensteuerung direkt über das Terminal machen, am Pflug zum Beispiel die Schnittbreiten über das Terminal verstellen und dazu solche Späße. Bin ich froh, dass das einer von uns war. Ja. Ich brauch da Licht, Alter. Da ist so finster mit dem Baum. Zeigt da hinter mir. So Wahnsinn. Okay, ja, schauen wir mal, ob du recht hast. GPS. GPS sagt 21 Meter. Sagt das in der Katalog. Schauen wir mal, was der Katalog sagt. Das dürfte passen. 21, heute gobe ich gerade. Naja, du sagst, gell? Ich trau mich echt, ich habe so spannende Geräte selten bis jetzt benutzt. Hast du die Möglichkeit, dass du mitfährst bei mir? Dass er nichts schief geht, oder? Ja, warte. Ich weiß nicht, mit was für du gerade unterwegs bist. Ich bin mit einer 60-45 unterwegs. Warte, ich bin gleich im Hof, ich wetsch noch mit zu dir. Schaut gut aus. Kannst du ruhig rein springen, das geht. So, ich schau mal, ob du mitfahren kannst. Na. Schade. Ja gut. Aber ich schau mir das von da an. Ja, ich hoffe das passt alles.
Ja. Gefunden, es ist nur ein Zusatztank, sehe ich das richtig? Ja. Nicht, dass ich jetzt ewig damit verschwende. Aber du kannst damit mein Abdrift minimieren, ein bisschen weiter runterfahren hinten. Okay, Attenzione. Warte mal, ich darf das wirklich gern machen, gerade, aber. Na, das war das Hubwerk. Das Hubwerk nicht, das Hubwerk nicht. Ach so. Ja, genau, andere Richtung. Ja, so passt's, ja. Das heißt, damit wir so wenig wie möglich Abdrift haben, musst du immer so tief wie möglich an der Kultur fliegt fahren. Quasi. Ja, genau. Ah. Du kennst aber noch ungefähr 20 cm nach rechts fahren, weil du bist da übers Feld drüber. 20 cm? Na bitteschön. Warte mal. Da schaut schon besser aus, ja. Passt. So, sagen wir GPS in gleichen Kurs und dann würde ich sagen, geht's los hier. So, das passt. Es passt da. Ja, let's fetz, ne? Let's fetz, sagt der Specht zum Föhn. So. Schaut sehr gut aus. Schaut sehr, sehr gut aus. Ich hoffe. Wie ist es, wenn du da so dicht bei mir stehst? Gesund, ungesund? Sollte man einfach. Ich bin ja schon weg. Ah, sollst du wirklich? Ich möchte es wissen, darf mich interessieren. Trinken darf ich es nicht unbedingt. Trinken darfst du es nicht, aber wenn du nebenbei stehst und einatmest? Nein, ich sag einmal so, die Belastung, was du als Ausbringer hast, ist gering, aber es ist natürlich nicht empfehlenswert, dass du das immer hast. Ja, immer. Wie oft tut denn einer düngen? Das ist ja auch. Dreimal im Jahr, viermal. Nein, aber wenn du jetzt wirklich dreimal im Jahr daneben stehst, kriegst du im vierten Jahr noch irgendwelche Geschlechtskrankheiten, oder? Nein, das nicht. Aber es. Kann man schon. Ah, weißt du was? Sind die Felder da schon? Ist das Feld da schon geschwadert? Mich aus. Ja, schaut. Die Wiesen da nehmen Haus, schaut so aus. Fragt er mich. Ja, die Wiesen nehmen Haus, muss sein, ja. Ja. Ah, und unten die Heuwiesen ist auch schon geschwadert. Das ist ja super. Oh, das Unwetter macht doch mehr Probleme, als ich glaubt hätte draußen. Geht schon los, das Unwetter? Ja. Merkst sind wir froh, dass wir krass. Noch in der Steiermark sind. Ja, voll, ja. Nein, punkto Wetter her. Was ist da besser? Aber es zieht bei uns da das Wetter auch schon zu, wenn du schaust. Es okay. Kommen schon Wolken. Ja, nein, bei uns ist schon wesentlich mehr. Also ich merke es ja gerade ganz krass eigentlich. Schade, dass es so empfindlich ist. Aber ja, wir werden das schon schaffen irgendwie. Das ist ganz komisch, was ich nicht verstehe. Bitte. Warum ich nur 30 FPS habe auf der Karte? Also ich habe 60. Das kapiere ich überhaupt nicht. Ich darf mir. Probier's beim nächsten Mal wirklich, dass ich von der Grafikkarte weg auf die CPU gehe beim Streamen. Weil es ist gerade ganz miserabel und diesmal ausnahmsweise tue ich nichts im Hintergrund hochladen. Also es ist ganz, ganz grauslich. Ich hoffe, dass es das dann bald gibt, weil das ist wirklich gerade wieder. Ah, du bist im Hintergrund am Feld. Aber das ist der Hannes noch immer. Da, beim Mähdrescher? Ja. Ist der Hannes noch, ja. Ah, cool. So schön. Und im Hintergrund. Das sieht schon cool aus, gell? Sieht ja voll cool aus, ja. Jetzt ist der Nachbarspur gekommen. Er war voll lieb gerade. Ich hab seinen Namen zwar vergessen, aber er gefragt, ob er uns was helfen kann. Er hat einen super schönen Traktor gesehen und er darf sich gerne mit dem Deutz fahren, hat er gesagt. Wirklich? Ich gesagt, ja, schon herkommen, wir haben ja Arbeit. Nein, passt, um Gottes Willen. Nein, jetzt gebe ihm gerade Einschulung da. Jetzt hat er mal gerade angewirkt, den Traktor, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ja, ist wie beim Autofahren, am Anfang glaubst du, schaffst das nie. Und irgendwann dann, puh, das geht ja, echt gar nicht. Der Traktor ist einfacher wie Auto. Wenn du am Auto fahren kannst, dann ist es einfacher. Ich hab mit 10 oder 11 einmal einen Traktor probiert, also das war ein Himmelschreier, ne? Naja, mit den neuen Traktor, da passt nur mal mit dem Joystick. Ja, mit den neuen Traktor. Das war ja kein neuer Traktor. So. Ich hätte noch ein wenig geschaut wegen einem spannenden Browser-Game, bis jetzt nichts gefunden. Okay. Siehst du nur zum Hannes um mich? Ich hab mir jetzt aus dem Blick verloren, was er gerade tut. Ja. Er wendet jetzt gerade. Ich hoffe, dass er die Baum da vor ihm sieht. Na nicht, sondern er ist nämlich, glaube ich, am stahlsten Feldstückchen, was uns gehört, unterwegs.
Schaut aber gerade gut aus. Hat er geschafft. Das Wendemanöver zumindest. Das ist ja schon mal was wert. Ja, du mit dem großen Drescher, das nicht gewöhnt ja. bist. Nein. Du schaust, was Knoppern so haben in der Umgebung da, dann ist das ja eigentlich eh schon eins so der krassesten Geräte. Also, ja, vom du bei uns, her. Bei uns fahren auch für Lexion 67er um, also das ist nicht so. Ja, so bei uns fahren auch ein paar, aber. Ja. Hast du die Drohne jetzt bestellt, was ich da gesagt habe? Bestellt wird geliefert, ja. Geil, bin gespannt. Wollte eigentlich als Überraschung, aber nein. Jetzt habe ich es gesagt. Bin gespannt, wann ja. die kommt. Alte Gabi gerade, das klappt gar nicht. Wahnsinn. Ja, nach der Folge muss ich unbedingt einmal den Router neu starten. Es geht gar nicht. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Jetzt schaue ich mal kurz auf den Ping. 30, 30, 30, 30. Ja. Ja, Ping geht nicht hoch. Ich das passt mal 40. Ja. Naja, passt der, wenn es trotzdem hakt, passt es nicht. Sehr gut, dass der Ping nicht hochgeht, aber es irgendwas spinnt trotzdem, ne? Der macht sich gut, der kleine Junge. Ich hab seinen Namen vergessen, aber. Hannes, oder der zweite Nachbar? Nein, der Nachbar, der kleine Nachbar. Ach so, der kleine. 14 Jahre, das hat er gesagt. Okay. Und er tut liebend gern Traktor fahren und sagt, ja, soll kommen. Na, passt dem, Gottes Willen. Sind gefreut, solange es nicht hinmacht, absichtlich oder was. Versichert werden wir sein, nicht? Nein, das habe ich schon geschaut, ja. Ja, ne, bitte. Ich hab gesagt, er kriegt eine gute Außen auf Nacht. Na, da freuen sie sich eh. Dann eigentlich Traktor fahren am Tag und auf die Nacht eine gescheite Außen. Wir sollten was das Gras nur aufsammeln, dann irgendwann nochmal, bevor es wieder. Zum Regnen anfängt, ja? Jo. Hey, hey, da kommt ein Wald. Ja, schön gesehen, schön gesehen. Was gibt's zum Essen? Ich weiß nicht, ich will auch deine Frau gekocht heute. Na, deine hat gesagt, sie will kochen. Kochen sie miteinander vielleicht? Das kann ja, sein. Zum Mittag hab ich geruht, also ich muss schauen, ob noch was überblieben ist von okay. dem. Okay. Ja, irgendwas wird schon da sein. Aber nicht, dann schneiden wir mal einen Kass und Söchter, ist ja wurscht. Muss ich eh nicht überbleiben, nicht? Ich schmeiße jetzt schnell einmal die Krone an. Ja. Damit wir noch ein paar Crossballen machen können. Au! Zuerst müssen wir Highballen machen. Weil wir haben keine Wickelfolie daheim, sehe ich gerade. Und heute haben die Geschäfte schon zu. Tun sie das, aber das Ding ist. Wie gesagt, diese Schwaden sollten bald aufnehmen. Ja, ja. Vielleicht bringen wir es noch vor 20 Uhr rein. Ich hoffe. Ja. Weiß nämlich nicht, wie es wieder wird morgen. Der interessant, wer hat denn da geschwadet? Ich nicht. Schaut nämlich sehr interessant aus. Hast du, müssen wir den die Spritzen zurückgeben? Du hast zum Shop führen? Nein. Oder? Nein, der gehört uns. Der oh, gehört uns. So schau her, was hast ja. du da wieder gemacht? Das war so ein Spezialdeal. Wie schlecht, ja. Ist ein Vorführgerät. Okay. Gut, das ist ein Selberspannerspritze. Nein, du. Das ist. Ich habe die Düsen hab ich repariert. Dafür habe ich es vorher ein bisschen herrichten müssen. Aber. Die läuft, glaube ich, ganz gut, oder? Bis jetzt war mir nichts aufgefallen. Das passt. Reifen wechseln, da haben wir beim Shop, ne? Ah, da haben wir beim Shop, ja, weil ja. ich hab die große Hebebühne ist noch nicht daheim. Ja, da ist ja wurscht. Soll ich irgendwas mit umnehmen? Geht irgendwas mitgenommen? Zum Shop? Ja, du kannst mit dem Frontlader Wickelfolie kaufen. Achso, der, warte, ruf an beim Shop unten, ob sie uns noch eine Folie schon ausstellen können, weil ich glaube um 7:30 fährt der letzte heim. So Nummer? Was? Jetzt schau mal, irgendwo habe ich die Nummer hingelegt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich hab's da per SMS geschickt. Ah, warte mal. Okay. So, warte, rufen wir gleich an. Na gut, dann rufe ich da an. Ja, und wir sehen uns nachher beim nächsten Mal, ob das geklappt hat oder nicht. Sehen wir dann beim Part morgen. Bis dann, tschüss. Tschüss.